Moin Moin Leute, ja, wie ihr in der Videobeschreibung schon gesehen habt oder gelesen habt, es geht dem Spuk an den Kragen. Damit ist nicht der Spuk hier im Keller gemeint, sondern nach Otto Kurpiowait der Spontan- und Könnte-Mal-Modus, mit dem bis jetzt hier die Waggons hin und her geschoben wurden. Ach, den einen stellen wir mal dahin, den anderen stellen wir dorthin. Ach nee, das ist mir zu aufwendig, den stelle ich doch lieber dahin. So, das Ganze ersetzen wir jetzt durch Zettelwirtschaft. Und was ich damit meine und was das bedeutet, das möchte ich euch in diesem Video zeigen. Vorweg, das ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Es wird mit Sicherheit die eine oder andere Veränderung noch geben. Aber einfach mal anfangen, gucken, was dabei rauskommt. Und ich nehme euch auf dem Weg einfach mal mit. Viel Spaß mit dem Video. So, ich habe mal die Perspektive gewechselt, um euch mal zu zeigen, was das bedeutet. Und als allererstes sehen wir was, ja, wo sich mir immer die Fußnägel aufrollen. Zettel auf Wagen, an Wagen angelehnt oder ähnliches. Da rollen sich mir die Fußnägel auf, wenn ich sowas sehe. Und warum gestalte ich die Anlage, wenn ich anschließend so Papierzettel da rein stecke? Okay, das habe ich jetzt erstmal gemacht, um überhaupt einen Überblick zu kriegen. Welcher Wagen steht hier? Warum steht der hier? Das ist ja noch nicht gewachsen, sondern wir haben jetzt einfach mal den Stand. Und da hatte ich mit meinem Sohnemann hier einfach mal ein bisschen rangiert. Jetzt musste ich den Wagen ja irgendwelche sinnvollen Wagenladungskarten zuweisen. Wir gehen mal kurz hier hin, schauen mal hier drauf. Also, wir haben hier den Wageneigentümer. Jetzt nicht weiter relevant, aber für die Wagenladung ist wichtig, ein Rung- oder ein Flachwagen, wobei an der Stelle muss man ganz klar sagen, für die Knüppel hier wäre sicherlich ein Rungenwagen von Vorteil. Ja, die wurden mal leer nach Kupferdreh, meinem Schattenbahnhof, gefahren und irgendwo in der weiten Welt mit Knüppeln beladen, die jetzt zur Finte AG transportiert werden sollen. Da haben wir noch so einen. So, hier haben wir einen leeren Wagen. Der soll auch zur Finte AG. Da kommt nämlich das drauf, was aus den Knüppeln gemacht wird, nämlich Drahtkreuz. Hier haben wir noch einen, der geht zur J&O Farben. Da sollen volle Fässer wieder Richtung Kupferdreh, also dem Schattenbahnhof, transportiert werden. Und was haben wir hier noch? Ah, ein Gehwagen. Da wird auch irgendwie Farbe nach Kupferdreh transportiert. Also die Waggons sind jetzt schon zu einem Zug zusammengestellt, der auf die obere Ebene der Anlage soll. Das ist wohl mit der Rangierlok schon gemacht worden. Hier hinten, kleine Besonderheit, da bin ich ja schon mal in einem Video drauf eingegangen, das Thema Pendelwagen. Die werde ich jetzt in diesem Video nicht weiter berücksichtigen. Hier vorne, die Wagen gehen zur Kima, die beiden. Und da hinten haben wir Stückgutwagen, die hier am Güterschuppen ihr Ziel schon erreicht haben. Ich gehe da nochmal drauf, dass ihr das kurz sehen könnt. Das sind im Prinzip einfach nur Stückgutwagen. So. Damit kommen wir auch schon direkt zur ersten Erkenntnis. Dieser Bahnhof hier macht ja oder fungiert ja zum Teil auch für die Zugbildung. Problem ist jetzt, wenn ich jetzt alle Karten zusammensammle und hier in ein Waggon-Eingangs- oder Ausgangsfach stecke, das wird ein ziemlicher Wust. Also brauche ich im Prinzip für jedes Gleis ein Eingangs- und Ausgangsfach, damit ich auch die Zugbildung hier gut nachvollziehen kann. Die Gleise fest zuzuordnen, ich vermute mal, macht nicht wirklich viel Sinn. Man kann das sich so als, ja, man kann das grob vorplanen und sagen, okay, im Regelfall stehen jetzt von hinten gerechnet auf dem zweiten Gleis die Wagen, die zur Kima sollen, davor die, die zu den restlichen Anschließern auf der obenen Ebene sollen.
Ja, ob das so funktioniert, werden wir sehen. Wir gehen mal kurz weiter über die Anlage. Im Gleisvorfeld steht natürlich nichts. So, hier vorne haben wir abgestellt einen Waggon. Und jetzt gehen wir mal kurz auf die Wagenleitungskarte. Da steht zum Schluss leer nach Langenberg. Der ist also hier in Langenberg einfach abgestellt, wartet auf eine neue Ladung. Hier oben haben wir Waggons, die alle nach Kupferdreh sollen. Warum und wieso die da stehen, warum die nicht bei den anderen stehen, keine Ahnung. Hat man vielleicht einfach hinrangiert, weil es gerade passte oder weil sie aus dem Weg mussten. So, und hier steht jetzt der Zug, den wir beim letzten Mal nicht mehr in den Schattenbahnhof fahren konnten, weil der ist natürlich wieder chronisch überfüllt. Von daher habe ich den jetzt einfach mal genommen und habe gesagt, das ist unser Zug, der jetzt gleich hier nach Langenberg einfährt. Auf der oberen Ebene haben wir natürlich auch noch einzelne Waggons stehen. Und hier steht also jetzt schon drin, dass der gleich oder später voll nach Kupferdreh soll. Man sieht jetzt auch schon, dass es sinnvoll ist, die Karten einzulaminieren und das, was erledigt worden ist, durchzustreichen. Ich habe das natürlich jetzt noch nicht gemacht, weil ich das Ganze gerade ausprobiere. Ich muss aber jetzt schon gestehen, es ist ein ziemlicher Aufwand nachzuhalten, was man sich wobei gedacht hat. So, für die Coil-Transporter gibt es noch keine Wagenladungskarten. Das ist aber auch ziemlich eindeutig. Da muss ich mal gucken, ob ich da überhaupt noch was mache oder ob das dann einfach im Fahrplan, der dann irgendwann später kommt, festgelegt wird, weil da ist eindeutig, wo die hingehen sollen. So, einmal hier durch, ein Stück weiter zur J&O-Farben. Hier sieht man auch wieder, der Wagen hat Pappkartons gebracht und soll jetzt leer nach Kupferdreh gehen. Es sei denn, der hat vielleicht noch beim nächsten Mal eine neue Ladung. So, von daher, das Ganze hat jetzt eine gute Dreiviertelstunde gedauert, das alles vorzubereiten. Das passiert natürlich dann nicht jedes Mal, sondern wenn man einmal damit anfängt, dann ist das System ja quasi kontinuierlich am Laufen. Unsere Fuhre ist jetzt in Langenberg angekommen. Die Zettel habe ich natürlich in der Hand. Da werfen wir jetzt mal einen Blick drauf. Und zwar haben wir hier zweimal den G10 der Brauerei Potz. Da finde ich schon den nächsten Fehler auf dem Zettel. Klar, der soll leer nach Langenberg, aber an welche Ladestelle? Das ist natürlich logisch. Der soll zur Potz Brauerei, aber ja. Vielleicht noch einfach dazu schreiben. Muss ja nicht immer so sein, dass das der eigene, also der firmeneigene Waggon ist. Das heißt, die beiden müssen wir aus dem Zug rausrangieren. Dann habe ich hier noch einen Gehwagen, also einen gedeckten, der leer zur Kima soll. Da haben wir jetzt das nächste Problem. Im Zug ist als Gehwagen ein Containerwagen eingestellt. Das macht eigentlich keinen Unterschied. Den kann man dafür genauso nehmen, weil im Gehwagen die Ladung brauche ich nicht darstellen.
Wäre aber sinnvoller, das entsprechend aufzuführen, weil wer soll erkennen, dass das da ein Gehwagen ist? Naja, also wieder eine kleine Änderung. Ja, und für den Keultransport, den Teleskophaubenwagen, da habe ich natürlich noch keine Ladungskarte. Da hatte ich ja vorhin schon was zu gesagt, die brauchen wir eigentlich nicht, da ist klar, wo der hingeht. So, das heißt, wir können uns jetzt Folgendes überlegen. Die beiden gehen auf die obere Ebene, die fünf dahinter auch. Und damit ergibt sich das nächste Problem. Da sind wir bei sieben Wagen. Und ich befürchte, die sieben werden nicht auf meinen Lift gehen, der sich hier als händische Variante befindet. Das heißt, wir werden wahrscheinlich zwei Waggons hier unten lassen müssen. Je nach Zuglok müsste man auch noch überlegen, die meisten Waggons sind leer, aber die beiden SSY mit den Coils, das ist schon ein ganz schönes Gewicht. Das müsste man dann mal zusammenrechnen und gucken, selbst wenn es passt, ob man den bei der Steigung überhaupt mitnehmen dürfte. Von daher geht es jetzt erstmal ein bisschen ans Rangieren.
Rangiererei haben wir unsere Fuhre jetzt soweit zusammengestellt. Ich sehe gerade, einen der Zettel habe ich natürlich wieder vergessen. Ja, den Teleskophaubenwagen haben wir, wie schon angekündigt, hier stehen lassen. Das passt nicht einfach bei mir auf den Lift. Angenommenermaßen ist der natürlich viel zu schwer, um zusammen mit der restlichen Tonnage von dem kleinen Dreiachser-Deutz die Steigung hochgezogen zu werden. So, der Zug steht jetzt hier auf dem Gleis 1. Warum? Wir haben für die Steigungsstrecke, die Spitzkehre und die anschließende Steigungsstrecke die Vorschrift, dass wir einen Steuerwagen an der Spitze mitnehmen müssen. Die stehen hier auf dem Gleis, alle drei, gerade nicht in Gebrauch. Das heißt, wir schnappen uns davon einen und dann ist unser Zug soweit fertig, dass wir unsere Reise antreten können. Ja, leider ist die Fahrt im Prinzip nur auf den Lift und dann wird der Zug hochgehoben und wir sind oben schon wieder in der nächsten Station. Ja, ich hätte gerne mehr Platz, um die Steigungsstrecke wirklich nachzubilden. Aber was nicht ist, ist nicht. So, also holen wir uns den Steuerwagen und dann geht's los. Sind wir an der Kima angekommen. Hier ist auf der oberen Ebene die einzige Umfahrmöglichkeit. Ich mache mal Vogelperspektive, Kamera wieder aus der Hand geführt. Versuche ich sonst zu vermeiden. So, jetzt geht's an die Zettelwirtschaft. Wie ganz zu Beginn angekündigt. Ich habe mir das hier mal hingelegt. Nächste Erfahrungswert oder Veränderung ist, ich werde hier vor ein kleines Brett hinmachen, dass ich die Zettel auf der Ablage bearbeiten kann und das dann bei Nichtgebrauch hochklappen kann mit Magnetverschluss. Ich mag das nicht, wenn das auf der Anlage liegt. So, einmal haben wir hier den Gehwagen, der ja eigentlich der Containerwagen ist, der an die Rampe von der Kima muss. Also da drüben, wo schon der orange Containerwagen steht. Dann habe ich die beiden SSY mit den Knüppeln und den Flachwagen, die müssen weiter zur Finte AG. Und hier vorne die beiden, der O10 und der gedeckte, die müssen, so, damit ihr euch jetzt richtig schön schwindelig wird, da hinten, wo ihr die hellgelben Gebäude seht, ich gehe mal kurz dahin, ups, da vorne in den Anschluss der J und O. Okay. Deswegen sind jetzt ein paar Rangiermanöver mehr notwendig, denn der O-Wagen und der G10 stehen zwar dankenswerterweise schon richtig rum und befinden sich am Zugschluss, während der Containertragwagen mit dem Steuerwagen sich am Beginn befindet. Das passt in diesem Fall wirklich gut. Denn ich muss keinen Wagen nochmal extra umfahren. Also legen wir mit der Rangiererei los. So, und da die Lok ja jetzt schon mal am Zugschluss steht mit dem O10 und dem G-Wagen, geht's direkt mit den beiden los. Ich mache mal den Sound wieder an.
und quatsch jetzt weniger und ich schau mal, wie ich das mit der Filmerei hinkriege. Die F&O erreicht. Der Gehwagen steht schon am richtigen Platz. Ich drehe das mal eben so rum. Also hier gibt es einen provisorischen Ladeplatz. Der blockiert natürlich dann die komplette Zufahrt, aber da der zweite Platz zum an der Rampe schon noch belegt ist, bleibt das erstmal so stehen. Die Bedienung des Anschlusses an sich, der O10 muss ja auch noch woanders hin, erfolgt dann durch die Werkslok der Kima, da die hier oben an der gleichen Umfahrmöglichkeit angeschlossen sind, teilen die sich da die Werkslok. Jetzt kommen wir zu den Zetteln. Die beiden gehen jetzt hier oben an meiner Blende in das Eingangsfach. Ja, muss ich mal gucken, wie ich das jetzt beschrifte, was da was wird. Auf jeden Fall haben wir den Teil erstmal erledigt. Das klappt wieder mit Kamera halten und entkuppeln klappt nicht. Da machen wir das mal eben ohne euch. So, dann also jetzt an den ehemaligen Zug anfangen und die beiden Waggons abziehen, um den Containertragwagen an der Kima zuzustellen.
Wir sind am Restzug angekommen, haben angekuppelt, jetzt noch ein bisschen Papier Fummelei, und zwar unser Gehwagen, der ja der Containerwagen war. Auch hier oben haben wir ein Fach Wareneingang bzw. Waggon-Eingang. Hier im Ausgangsfach befindet sich schon die Karte von dem anderen Containerwagen. So, die beiden stehen also da hinten. Der Steuerwagen kann so lange hier stehen bleiben, bis die Lok zurück ist. Das Ganze erfolgt jetzt als Schiebefahrt, denn wir können bei der Finte AG nicht umfahren, so dass wir jetzt als Sperrfahrt von hier aus die Waggons zustellen und vermutlich auch leere Waggons abholen könnten. Bei der Finte AG angekommen. Da ist so ziemlich alles vollgestellt, sodass das noch aufwendiges Rangieren wird. Ob ich das jetzt noch gleich in das Video hinten mit dran packe, muss ich mal gucken. Kommen wir kurz auf die Zettelwirtschaft. So, wir haben hier also einmal den Flachwagen und die beiden SSY mit den Knüppeln. Das kommt jetzt auch hier wieder oben an der Blende in das Ankunftsfach. Hier im Ausgangsfach steht eine Wagenkarte. Ja, ich habe also gerade festgestellt, es fehlen etliche. Der halb beladene O-Wagen da, der wird stehen bleiben. Für den gibt es nämlich auch keine Wagenladungskarte. Ich muss mir jetzt erstmal eine Liste machen, was mir alles fehlt. Ich dachte, ich hätte schon viel zu viele. Nein, definitiv nicht. Ich habe 40 Karten gemacht und es sind noch zu wenige, weil ich einfach gewisse Dinge vergessen habe, die Anzahl nicht stimmt. So, von daher würde ich sagen, ich hoffe, das hat euch gefallen. Der erste Eindruck, wie man mit den Wagenladungskarten den Betrieb vom Spuk befreien kann. Ja, ich bin von diesem System bis jetzt begeistert. Es ist wenig Zettelwirtschaft. Ich muss keine Wagenkarten mit irgendwelchen Ladungskarten zusammenstecken. Ich habe relativ kleine Karten. Ob ich das Format nochmal ändere, damit die dann senkrecht in dem Kasten in den Zettelkasten unterkommen, das muss ich mal gucken. Ja, ich denke, ich beende das jetzt an der Stelle und werde die entsprechenden Karten nachproduzieren, um dann beim nächsten Mal die fehlenden Karten einsetzen zu können, denn ich möchte ja nicht wieder zurück in den Spukmodus. Bis dahin, ciao, ciao.